Hallo und herzlich willkommen hier bei meinem neuen kleinen Video. Heute haben wir was Neues, was Besonderes, wie auch immer, na wahrscheinlich nicht mehr Besonderes. Heute werden wir mal ein bisschen Pokémon Go. Und zwar habe ich dafür einige Tipps, ich glaube es sind 7 oder 6 irgendwie so an der Zahl zusammengesammelt. Und wir werden mal gleich damit anfangen. Der erste Tipp für euch ist ja etwas Grundlegendes eigentlich. Um euer Akku nicht binnen einer halben Stunde leer zu haben, weil Pokémon Go frisst euer Akku leer, besorgt euch eine Powerbank. Diese gibt es schon für 10, 15 Euro. Ich habe auch ein separates Video dazu, das werde ich jetzt auch hier nochmal mit einfügen, zumindest den Link dazu. Und diese solltet ihr euch zulegen und auch dauerhaft angeschlossen haben. Ansonsten ist euer Akku binnen einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, kommt ganz aufs Handy drauf an, leer. Hier haben wir den zweiten Tipp. Sucht euch gute Plätze. Sucht euch Plätze, wo viele Pokestops und am besten auch Arenen sind. Ich habe hier, bin ich in Malchow unterwegs und hier sind einige gute Pokestops und auch eine Arena, wie gerade zu sehen war, sind auch dort zu finden. Je mehr, desto besser. So, hier haben wir jetzt einen Pokestop vor uns. Diesen können wir ganz einfach benutzen, indem wir darauf klicken. Ganz wichtig ist bei diesem Tipp, natürlich müsst ihr ihn drehen, das ist aber nicht der eigentliche Tipp. Der eigentliche Tipp ist, diesen Pokestop könnt ihr alle 5 Minuten nochmal neu benutzen. Das heißt, sucht euch eine gute Route aus. Wie gesagt, ich war hier in Malchow unterwegs, hier waren einige Pokestops ganz in der Nähe. Ziemlich viele eigentlich in der Nähe und auch eine Arena. Dort kommen auch immer diese Bälle raus, die ihr hier seht, die ihr einsammelt. Können auch Beleber mit dabei sein oder auch Eier, wie auch immer. So, jetzt haben wir den Pokestop natürlich abgeplündert. Jetzt bewegen wir uns langsam weg. In der Nähe von Pokestops sind immer viele Pokémons. Immer. So, kommen wir zum nächsten Tipp. Hierzu fangen wir ein Pokémon. In diesem Fall war es ein Hornio. Heute Morgen in aller Frühe. Und zwar ist das, ja, es ist natürlich nicht immer gesagt, ein Wurf trifft, wie man hier ja hier sieht, aber irgendwann treffe ich auch. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, wie man immer so gerne sagt, ne? Und jetzt habe ich's. Jetzt haben wir es im Pokéball. Zappelt es noch ein bisschen und es gehört jetzt uns. Wie gesagt, an dem Tag verschlägt das Internet. Und wie ihr seht, neue Pokémons bringen mehr EP. Alte Pokémons, die ihr schon besitzt, nicht so viele, aber neue Pokémon bringen 500 EP. Die alten leider nur 100. So, kommen wir mal zum nächsten Tipp. Und zwar, Pokémons fangen und gleichzeitig Akku sparen. Dieses ist möglich, aber erstmal eine kleine Randnotiz am Rande. Wir sehen hier mehrere Pokémons und da hinten, genau, sehen wir den Pokestop. Wie gesagt, in der Nähe vom Pokestop sind immer viele Pokémons. So, wir wählen dazu uns das Hypno aus. So, wie wir sehen, es sieht auf einmal schon so anders aus. Keine Kamera aktiv. Oben rechts befindet sich ein Balken, den habe ich jetzt gedrückt. Den drücke ich gleich nochmal. Und zwar kann man damit die Kamera an- und wieder ausschalten. Und es fängt hier an zu gießen ohne Ende. Wenn ihr Akku sparen wollt, schaltet die Kamera aus. Jetzt haben wir den nächsten Tipp. Dreht eure Bälle an. Dadurch kriegt ihr Curve und nochmal 10 EP mehr, wenn ihr das Pokémon fangt. Ihr verbraucht zwar auch mehr Bälle, aber wenn ihr genug Pokestops einsammelt, sollte das kein Problem sein. Drehen, wie man einfach sieht, einfach auf dem Display hin und her drehen. Ein Glück habe ich hier jetzt einige mehr Bälle verbraucht, dadurch kann ich das besser erklären. Einfach schön im Kreis, schön schnell drehen. Und schwapps ist es drinne. Leider kann ich euch das jetzt nicht zeigen, da mein Handy sich, naja, das Datenvolumen komplett aufgebraucht hat. So, kommen wir zum nächsten Tipp. Ihr werdet mehrere doppelte Pokémons fangen und diese könnt ihr auch eintauschen in was Besseres. Ich nehme dafür mal mein Traumato, das habe ich ja jetzt schon doppelt. Das habe ich ja eben gerade gefangen. Und dazu scroll ich nach ganz unten. Ich habe es in Malchow gefangen, wie man es ja sehen kann. Und klicke auf Verschicken.
Nachdem du das an Professor geschickt hast, kannst du das Traumato nicht mehr zurückholen. So, also kannst du es nicht zurückholen. Möchtest du Traumato wirklich zum Professor schicken? Ja. So, jetzt dauert das kurz, weil ich ja ein bisschen schlechtes Internet habe. Und dafür kriegt ihr dann die, in dem Fall den Traumato-Bälle. Traumato erfolgreich verschickt, Traumato-Bälle erhalten. So, jetzt klicke ich nochmal aufs Hornio. Oder Hornio. Hornio habe ich mir gesagt. Und auch im Archo, das will ich jetzt noch nicht verschicken, auch wenn ich jetzt drauf geklickt habe. Ich werde nochmal nach oben gehen und es euch zeigen, die Kampfkraft WB-Pfützen. Das heißt, damit kann man gar nichts anfangen. Überhaupt nichts mit WB-Pfützen. Nicht ein bisschen. Wie sich schön sich das auch bewegt hat, auch eben sah gerade cool aus, ja. Und der letzte Tipp, den ich für heute für euch habe, es steht auch in jedem Login-Screen. Passt auf, wo ihr lang lauft, was ihr macht. Guckt nicht nur aufs Handy. Ich wette mit euch, dass es irgendwann bald zu Vorfällen mit diesem Spiel kommt. Also bitte ich euch, tut euch allen und tut euch selbst den Gefallen und passt auf eure Umgebung auf. Es ist wirklich, es ist ein geiles Spiel. Es hat mich auch total gepackt. Ich war noch nie abends nach Feierabend nochmal 2-3 Stunden unterwegs, aber bitte tut es und passt auf. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr Tipps für mich habt über Pokémon Go, könnt ihr die gerne unten in die Akten schreiben und ich werde sie austesten und darüber dann noch ein Video machen. Ansonsten sage ich mal, Kommentare. Wie gesagt, würde mir sehr gefallen, wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch gerne ein Abo. Und ich bin raus. Bis die Tage.